Vielleicht werden deine Falten immer tiefer und du weißt nicht, was du dagegen tun sollst. Das ist wirklich frustrierend und ärgerlich. Leider gibt es Dinge, die unsere Faltenbildung begünstigen, die fast jeder von uns macht. In diesem Video erfährst du drei Dinge, worauf du achten solltest, um nicht weiter deine Faltenbildung zu begünstigen. Und zwar, Nummer 1, achte auf deine Schlafposition. Denn wenn du vielleicht ein Bauch- oder Seitenschläfer bist und dann immer wieder hier dein Gesicht so ins Kissen drückst, dann können hier Augenfalten entstehen, die Nasolabialfalte wird tiefer und vielleicht entstehen sogar Falten an den Wangen. Ob deine Nasolabialfalte vom Seitenschlafen ist, kannst du sehr leicht überprüfen, nämlich hier an deiner Kinnlinie. Wenn die Nasolabialfalte mit dem Älterwerden zu tun hat, dann sinkt der Muskel, wird ja kleiner, die Haut wird schlaffer und das Gesicht sinkt hier ab. Das heißt, wenn sie vom Altern ist, dann beginnt hier eine kleine Ausbuchtung. Das heißt, die Kinnlinie ist nicht mehr schön durchgängig, sondern ist hier quasi unterbrochen. Ja? Dann ist die Nasolabialfalte vom Älterwerden. Wenn du aber eine schöne durchgängige Kinnlinie hast und dafür aber tiefe Nasolabialfalten, dann ist diese Falte vom Seiten- oder Bauchschlafen. Ja, du drückst dein Kissen quasi ins Gesicht die ganze Nacht. Oder dein Gesicht ins Kissen. Du kannst das also ändern. Kauf dir ein Seitenschläferkissen oder gewöhne dir wirklich an, auf dem Rücken zu schlafen. Denn so wirst du dann diese Falten los. Nummer 2. Deine unbewusste Mimik kann die Faltenbildung im Gesicht begünstigen. Und zwar durch deine unbewusste Mimik entstehen Falten, die nichts mit dem Älterwerden zu tun haben, gegen die du also leicht etwas tun kannst, indem du deine Gewohnheiten änderst. Und zwar unbewusste Mimik, damit ist gemeint, dass du beim Sprechen vielleicht immer wieder die Augenbrauen nach oben ziehst und hier Stirnfalten machst. Oder dass du beim Arbeiten immer wieder die Augenbrauen zueinander ziehst und hier eine Zornesfalte machst. Oder dass du ohne Sonnenbrille rausgehst und dann immer wieder geblendet wirst, die Augen zueinander kneifst und so entstehen Augenfalten und auch hier die Zornesfalte. Achte also in deinem Alltag auf deine Gewohnheiten. Ja? Stell dir einen Spiegel auf den Schreibtisch, in dem du dich immer wieder mal ansehen kannst, um zu überprüfen, ob du hier deine Stirn in Falten legst. Du kannst dich auch einfach mal filmen, wenn du sprichst, um zu überprüfen, was in deinem Gesicht passiert. Beobachte einfach deine Gewohnheiten und du wirst schnell merken, ob du irgendetwas tust, was deine Falten im Gesicht weiter begünstigt. Und Nummer 3, die ausschlaggebend ist für die Faltenbildung im Gesicht, ist deine Körperhaltung. Wir sitzen sehr oft so, ja, Schultern nach vorne, wir blicken nach unten, entweder aufs Handy oder auf den Computer oder wie auch immer, oder wir lesen in der U-Bahn oder wie, ja. Genau, was passiert, wenn wir so sitzen? Man sieht es schon sehr gut hier, zack, zack, zack. Hier beginnt alles zu hängen, weil sich hier vorne alles verkürzt, ja. Also die Halsmuskulatur, die Brustmuskulatur verkürzt sich und zieht hier alles nach unten. Im Alter wandert unser Gesicht sowieso schon nach unten. Wenn die Muskulatur abnimmt und die Haut ein bisschen zu hängen beginnt, dann wandert alles der Schwerkraft entgegen. Da brauchen wir nicht noch mit der falschen Haltung nachzuhelfen. Also achte darauf, dass du dich hier öffnest. Ja? Du kannst die Hände nach hinten geben, Finger verschränken, nach unten ziehen, Schultern nach hinten. Öffne dich hier richtig, dehne deine Brustmuskulatur. Zusätzlich blickst du nach oben. Du kannst das Kinn so ein bisschen nach vorne schieben oder die Lippe zum Himmel schieben. Und dann merkst du schon, wie hier alles in die Dehnung geht. Ja? Wie du hier verkürzt bist, einfach durch die Körperhaltung. Und du merkst das auch durch hängende Mundwinkel oder sehr ausgeprägte Marionettfalten. Hier zieht alles dann nach unten. Du solltest also diesen Bereich regelmäßig massieren und auch in die Dehnung gehen und dich öffnen, die Körperhaltung beachten. Viel Spaß beim Gewohnheiten ändern!